Neben mir steht mein lieber Freund Jan Göbel. Hallo. Hallo, hallo Andres. Gestern ist meine Kamera kaputt gegangen. Wir mussten das Video mit Arne dreimal drehen. Und jetzt eben mit Matthias' Kamera eine Errormeldung, das Video nicht aufgezeichnet. Ein halbstündiger Rundgang durch den Saal. Und wir haben gesagt, es ist zwar voll, wir hassen uns mittlerweile, aber wir machen es nochmal. Ja, es fällt mir sehr schwer, jetzt hier neben dir zu stehen, aber was tut man nicht alles für ein bisschen Medienaufmerksamkeit, ne? Die New Kone City im Zusammenspiel mit einer Feuerwehr. Es gibt modulare Gebäude, bei denen sagt man, da gibt eine Erweiterung keinen Sinn. Bei der Feuerwehr ist es großartig, denn so wird ein Schuh draus. Das siehst du ähnlich? Ja, sonst hätte ich es ja nicht so gebaut. Also, wir haben jetzt endlich 5 Tore, nicht ein Tor. Das ganze Gebäude sieht auch aus wie ein komplettes Gebäude und nicht so ein bisschen abgehackt. Also so ist es super geworden, finde ich jetzt für mich persönlich. Ich bin zufrieden. Du hast jetzt auch richtig Platz für verschiedene Einsatzfahrzeuge. Und was ich halt mag, auch im Zusammenspiel mit meinen Hochhäusern, das alles ist so ein wunderbarer Manhattan-Straßenzug. Ja, wenn Manhattan schon mal gewesen ist, man weiß, es gibt da ganz viele Backsteingebäude, die noch sehr klassisch sind. Daneben aber die ultramodernen Hochhäuser. Ich finde, das ist ein schönes Ensemble geworden, das passt sehr gut zusammen. Dann hier gerade übrigens, Obacht beim Geldtransport, das kann da mal schief gehen. Und du magst ja auch solche kleinen Spiele. Hier gerade gibt es eine kleine Dino-Jagd, kann man sagen. Also man muss die Dinos ja auch irgendwo hin begleiten, wo sie hin sollen. Ja, also in erster Linie ist es natürlich die Überlebensstrategie der Kuh. Dass die Kuh versucht halt irgendwie, dass die Dinos kein Interesse an ihr zeigen, damit sie nicht selber gefressen werden. Man muss immer irgendwie sich durchkämpfen im Leben. Das ist so. Also ich mag deine Feuerwehr sehr gerne. Toll, dass du mir mitgebracht hast. Und du siehst beim zweiten Rundgang, meine Stimme wird irgendwann zu Ende sein. Aber das kriegen wir noch hin. Denn ich habe mir gedacht, deine Feuerwehr, die soll nicht so alleine stehen und habe einen kleinen Bahnsteig gebaut. Habe ich es denn richtig gemacht? Ich meine, du bist der Profibaumeister. Kann man das so machen? Ich bin kein Profibaumeister. Also, nein, man kann es so machen. Und was ich sehr schön finde an diesem Bahnsteig, sind 2 Komponenten. Wer häufiger mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, weiß, wie die Bahn- oder die Fahrkartenautomaten aussehen. Das hast du sehr gut getroffen. Und mir gefällt auch der Snackautomat dabei sehr gut. Ist doch ein Snackautomat, oder? Natürlich, natürlich. Ja, und das findet man häufig auch auf vielen Bahnsteigen. Und das ist gut getroffen. Die Komposition mit den Farben, also das Grau mit diesem hellen Sandgrün, ist auch sehr schick geworden. Freut mich zu hören, lieben Dank. Und vor allem, es hat richtig Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Und dann habe ich halt noch das Sandgreen-Building erhöht, denn mir war wichtig, dass es jetzt abschließt mit dem JT-Building. Und ich denke mal, das hat jetzt eine vernünftige Höhe. Oder soll ich in deinen Augen weiter nach Steinen suchen? Ich würde es erstmal nicht machen. Ich würde das so lassen. Es ist, von der Höhe passt das zu den anderen 3 Gebäuden auch gut. Und je höher du baust, desto mehr muss man den anderen Gebäuden nacharbeiten. Deswegen, ich würde es jetzt erstmal so lassen und vielleicht nochmal ein 4. Gebäude dazu bauen. Ich werde weiter fleißig sein, denn ich habe ja auch was Neues mitgebracht. Die Art Gallery. Bewusst etwas kompakter, etwas gedrungener. Und die Geschichte ist, ich habe Nathan Zavaya interviewt vor 2 Jahren. Lego-Künstler, großer Mann aus den USA. Und ich habe mir 2 Steine signieren lassen. Ich habe ihm gesagt, du, ich baue eine Kunstgalerie. Und jetzt habe ich die Steine quasi unten verbaut und auf der Rückseite. Und das Schöne an dem Gebäude ist, es ist inspiriert durch ein Gebäude in der Hafen City in Hamburg. Und da geht es aber nur darum, dass ich dieses Muster gesehen habe auf der Vorderseite. Und habe mich jetzt dazu entschieden, seitlich noch schwarz-weiß, so dieses künstlerische, Übergang zu dem bunten und dann das Ganze so als Ensemble darzustellen. Kann man das so machen? Ja, natürlich. Also mir gefällt das sehr gut. Ich mag diese Komposition der Rot- und Brauntöne sehr gerne. Und da das eine Artgalerie ist, die ja auch häufig modernere Kunst, aber auch etwas ältere Kunst zeigt, gefällt mir eine Sache sehr gut. Und das heißt, die alte Legoland-Flagge oben auf dem Dach. Die ist, glaube ich, über 40 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Also auf alle Fälle vor meiner Geburt. Und das passt gut. Also das ist eine schöne Komposition. Und hier gingen mir tatsächlich die Fliesen aus. Und ich musste improvisieren. Das macht am meisten Spaß. Denn bei The Art of the Brick, also die Ausstellung von Nathan Zavaya, gab es an der Seite des Gebäudes so eine riesen Bannerwerbung. Und ich fand das irgendwie passend, denn hier dreht es sich um 60 Jahre Legostein. Darum die goldenen Steine, der Schriftzug, die Figur vor der Tür. Wir würdigen und feiern den Legostein. Darf ich aber von einem Lego Ideas Pop-Up Book vom großartigen Jacob Brickworks einfach so eine Fliese entleihen? Also erstens ist es dein Set, du darfst damit machen, was du willst. Ich glaube aber, es geziemt sich ein zweites Set zu kaufen.
Okay, mache ich. Und meine Frage, darf ich das Ganze mitbringen zur BRICS am Meer Ende April nächsten Jahres? Auf alle Fälle, wir freuen uns, wenn du damit kommst, weil das sieht schon ganz gut aus. Wir werden auch eine kleine Stadt aufbauen, da passt es super gut rein. Und dann schauen wir weiter, denn ich habe ja auch noch Kaufsets mitgebracht. Also mein Layout endet quasi hinter dem Windrad. Und das Windrad ist jetzt da draußen. Gab es viele Diskussionen, viele mögen es, aber sagen es zu teuer. In meinen Augen, ich mag es, aber es ist zu teuer. Dennoch ist es halt ein richtiger Hingucker. Was sagst du? Mir gefällt das ganz gut. Also über den Preis kann man sich streiten. Wir haben die Diskussion bei Zusammengebaut gehabt. Ein paar Euro weniger hätten es vielleicht auch getan. Aber prinzipiell ist das schon ein schönes Set und mir gefällt das mit den Leuchtsteinen ganz gut. Uns geht endlich mal ein Licht auf, Jan. Total, endlich. Da haben wir als AFO jahrelang drauf gewartet, ne? Und wahrlich, wahrlich. Dann habe ich halt hier noch hinten den Loop mit meiner kleinen Bahn. Da sind die Batterien gerade alle. Aber ich habe ja schon ein Video online gestellt. Ich verlinke das in den Kommentaren. Sie fährt halt sehr gemächlich im Kreis. Und das ist quasi auch auf Grundlage wieder des großartigen JK Brickworks dem Ganzen geschuldet. Dann haben wir hier drüben die Stadt von Timo quasi angedockt. Und da finde ich es einfach großartig. Der Timo kommt, baut zwei Tage und dann haben wir das hier vor uns. Ja, das ist Timo. Timo ist immer der Erste, der hier ist. Und Timo gibt sehr viel Zeit und sehr viel Mühe investiert er da rein. Und was mir hier bei Timo mal sehr gut gefällt, das sind diese ganzen selbstgebauten Einsatzfahrzeuge. Die kennt er ja auch, er ist ja im DRK aktiv. Und das ist schön. Also das ist auch viel Sets, aber auch viel selbstgebautes. Die gesunde Mischung macht es. Ich denke auch, dass wir ja richtig Freude dran haben. Und das sehr Schöne ist, werden wir natürlich all die Einsatzfahrzeuge sehen, die er auch selbst kreiert hat, dass wir eben dieses Mal als Neuheit eine Stadtmauer haben. Und da hat der liebe Timo quasi einen Lego-Store geplündert und hat sich viele, viele Bricks gekauft. Und wer wie ich in Fritzlau groß geworden ist mit einer Stadtmauer, ist natürlich begeistert, denn ich finde, diese Mauer umrahmt die Modular Buildings auf wunderbare Art und Weise. Ja, das ist ja so ein bisschen die typische deutsche Kleinstadt, ne? Ein bisschen, wir haben das, die Stadtmauer dahinter, die ist zum Beispiel abgebrochen, ein Stück von... Dahinter ist dann im Laufe der Jahrhunderte die Bebauung dazugekommen und das passt schon so ganz gut. Also die Reste sind noch vorhanden, aber der Übergang in die Moderne ist durchaus da. Ich finde das auch richtig schick und muss sagen, dass ich daran wirklich meine Freude habe und ich bin auch dankbar, dass ich quasi mit meiner dieses Jahr recht kompakten New Konu City, dank deiner Hilfe und dank Timo, dass wir dann doch so ein schönes Gemeinschaftslayout hier haben und das Ganze den Leuten präsentieren dürfen. Dann... es wird immer voller. Wir haben uns Sonntag, wir wollten natürlich schon alles vorher machen, aber wie es halt so ist, Jan hat ausgeschlafen. Wir haben dann hier noch einen Blick auf den Bauernhof und was man sagen muss, ich habe Timo gesagt, Timo, werd ein bisschen grüner und das hat er beherzigt. Ja, also endlich haben wir was Grünes bei Timo. Der Bauernhof passt hervorragend. Ich mag die schwarz-weißen Kühe. Hinten das Feld mit den Sonnenblumen ist gut geworden. Es ist schon deutlich grüner als die letzten Jahre und das wird. Und dann lass uns noch einen Schwenk rüber machen, weil wir gerade hier stehen und gerade so eine Lücke da ist. Der liebe Sascha ist hier Händler. Der kann jetzt nicht sprechen, der ist ganz da hinten. Aber er hat seine sehr schöne Häuserteile mitgebracht, die an sich auch noch hätte gut zu uns gepasst. Müssen wir nächstes Jahr mal drüber reden. Denn er nimmt hier Steine, kreiert eigene Gebäude und ich finde, das ist ein richtig schönes Straßenensemble. Was sagst du dazu? Bei Sascha muss man so ein bisschen auf die Details achten. Also mir gefällt das sehr gut. Er hat ja das Kaufhaus hat er ja umgebaut. Und dann hat er hier unten in der Ladenzeile, er hat ein chinesisches Restaurant drin, dann ist es, glaube ich, so ein Masken-Kostümverleih. Daneben ist er mit diesen Glasbaufenster, die man von früher kennt, diese typische Spelunke gebaut worden. Das sieht schon richtig gut aus. Hat er sich viel Mühe gegeben, das gefällt mir gut. Also uns gefällt das auch richtig gut, das ist immer schön. Und dann daneben dieses komische, ich weiß nicht, was das ist, da hat irgendjemand Steine getürmt und meinte, das soll irgendwie... Was soll das sein, dieses Game of Thrones? Weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt aus Großbritannien. Game of Thrones hat wahrscheinlich was mit dem britischen Königshaus zu tun. Keine Ahnung. Haben Sie das gebaut? Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich glaube schon. Wir verlinken das Video vom lieben Marc unter diesem Video, denn von ihm ist dieses großartige Layout. Von Jan verlinke ich auch noch sein Video mit Hedwig, auch sehr, sehr schön geworden. Und wir alle winken jetzt in die Kamera und sagen lieb Tschüss. Tschüss.